Willkommen aus Barcelona, wo wir das brandneue Samsung Galaxy S6 Edge auf dem Tisch stehen haben oder liegen haben in 4 Farben. Und zwar in diesen 4 Farben wird man das kaufen können. Es sind ein paar andere Farben wie bei dem normalen S6. Heißt, wir haben hier einmal Emerald Green, wobei ich bei den anderen die Namen nicht wirklich weiß. Wir haben Weiß, Gold und ich sag jetzt mal Schwarz. Aber die Rückseite ist bei einem auch noch ein bisschen anders. Beziehungsweise bei manchen ändert sich auch die Farbe, je nachdem, wie man drauf schaut. Das Grün zum Beispiel relativ dunkel, das schaut ein bisschen auch aus wie Schwarz. Aber wenn wir von vorne drauf schauen, zum Beispiel auch eine ganz andere Farbe wie von der Seite. Ich finde es eigentlich, das ist meine Lieblingsfarbe hier und deswegen muss man sich auch, glaube ich, unbedingt das Edge kaufen und ich glaube, das ist auch einer der Hauptwerbefarben von Samsung hier bei dem neuen Samsung Galaxy S6, das neue Emerald Green. So, wie ihr sehen könnt, super schick hier in Grün, seitlich immer noch Silber, das Weiße ist Weiß, gibt es nicht groß dran zu erklären. Gold ist nicht nur vorne und hinten Gold, sondern auch bei diesen Rändern und Kanten und so. Ich bin gespannt, ob die Farbe auch dran bleibt, denn das ist natürlich nur eloxiert. Heißt, eventuell ändert sich das dann mit Kratzern und Benutzung und weiteres mal sehen. Und dann haben wir hier noch das Schwarze, beziehungsweise das Schwarze ist eigentlich blau. Das sieht man, glaube ich, hier ganz gut. Wenn man seitlich drauf schaut, schwarz. Wenn man frontal drauf schaut, so ein bisschen dunkelblau. Macht auf jeden Fall Spaß, aber sonst auch nur Silber. Ups, außen rum. Genau, und das war es ja auch schon mit dem kurzen Farbvergleich. Die anderen 4 Farben von dem normalen Samsung Galaxy S6 seht ihr dann auch in dem nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.